Hallo liebe Handballfreunde zur 265. Sendung von Sport in Schwerin. Heute aus Wismar, wo die TSG Wismar auf die SVG Celle trifft. Der Tabellenerste gegen den Tabellenachten. Heute das zweite Spiel für Trainer Thilo Laps. Heute aber das erste Mal vor heimischem Publikum. Wir werden sehen, wie sich die TSG Wismar hier heute schlägt. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Spiel TSG Wismar gegen SVG Celle.
Hallo aus Wismar, heute zum Zweitligaspiel TSG Wismar gegen Celle. Die Vorzeichen sind klar, Celle vorzeitig Meister, geht in die Aufstiegsrunde zur ersten Liga. TSG Wismar muss hier heute alles Mögliche versuchen, um das Wunder von Wismar zu packen. Weil nur ein Sieg ermöglicht den Mädels mit ein bisschen Hoffnung, dass HSC verliert. Den direkten Vergleich in der eingleisigen zweiten Liga, die ab nächstes Jahr gespielt wird. Beide Mannschaften waren eben das erste Mal im Angriff. Beide Male verzogen. Spielstand bleibt 0:0. Celle in den schwarzen Trikots, Wismar spielt in rot-schwarz. Wunderschönes Anspiel von der Aufbaumitte über die Schulter, ein sogenannter No-Look-Pass auf Desiree Kumans. Die erzielt den ersten Treffer für Celle. Wie wir schön sehen können, Celle agiert mit einer sehr offensiven 5-1-Deckung auf Czermacek. Und der Pass geht ins Leere, Einwurf Celle, jetzt geht es schnell. Erste Parade von Antje Bonkowski im Tor der Wismaranerin. Hat eben gerade Franka Kühne ihren Körper eingesetzt. Streckt ihre Gegenspielerin zu Boden, die bleibt kurzzeitig liegen. Hoffentlich nur ein bisschen die Luft weggeblieben. Aber es geht weiter für Jolanda Robben. Und die TSG somit wieder im Ballbesitz. Gestanden beim Wurf von Franka Kühne, somit Abwurf vom Tor von Celle. Klare Entscheidung, 7 Meter. Da hat sich Wenke Meo-Martino wunderbar durchgesetzt. Wird für ihre Einzelleistung belohnt. Es stehen sich gegenüber René Verschuren
gegen Antje Bukowski. Die hat keine Chance beim 7 Meter. 2:0 Führung für SV Celle. Check mit dem Fehlversuch. Da geht es unheimlich schnell. Nastasia Antonovic erzielt den dritten Treffer für Celle, die in der Frühphase des Spiels ihre Favoritenrolle gerecht werden. Wismar arge Probleme hat, gute Aktion zu setzen, um selber zum Torerfolg zu kommen. Hat es zum ersten Mal für die TSG geklappt. Christine Wolter erzielt von der Rechtsaußenposition das 1:3. Novic verzieht, TSG mit der Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Ja, da sieht Steffi Labs ein wenig verloren aus in den Armen von René Verschuren. Czemacek mit dem Treffer, 2:3, Anschluss für die TSG. Abwehrarbeit jetzt von der TSG, beim ersten Mal noch zugunsten eines Einwurfs für die für Celle, Entschuldigung. Und die zweite Aktion aus der Abwehr heraus, Steffi Labs unterbindet das Zuspiel und somit Ballbesitz für die TSG und die Möglichkeit zum Ausgleich zu kommen. Erneut Gutmiller Czemacek mit dem Treffer, 3:3 Ausgleich. Gerade eine kurze Korrektur von Czemacek mit der Kreisläuferin. Ein zu intensives Gerangel und eine tolle Parade. Antje Bukowski. Und die Möglichkeit jetzt für die TSG durch Eva Maria. Ein Schrittfehler. Schade, das wäre die Möglichkeit gewesen für die erste Führung. Somit muss der Ball sich erneut in der Abwehr erarbeitet und erkämpft werden.
Antje Bukowski erneut. Also da hätte ich gerne einen 7 Meter gesehen. Aber der Schiedsrichter deutet an, es war nur der Ball. Daher verpufft auch die nächste Möglichkeit, das erste Mal in Führung zu gehen. Und erneut über eine gute Abwehrleistung versuchen Zelle ein wenig zu ärgern. Der Wurf geht übers Tor. Und da ist es. Christine Wolter mit der ersten Führung für die TSG. Und zieht bei ihrer Aktion noch eine 2-Minuten-Strafe für Jessica Geier, die jetzt eine Pause hat. Und auch noch mal ganz kurz von ihrem Trainer eingeschworen wird, so eine Aktion zunächst nicht wieder zu tätigen. Antje Bukowski, es heißt, die brennt richtig. Zieht die Bälle zurzeit magisch an in den letzten 3-4 Minuten. Und Czermacek macht weiter. Außenrückraum erfolgreich. 5:3 Führung für die TSG. Zelle scheint ein wenig verunsichert. Auch die erste Reaktion vom Trainer von Gartenzelle. Nimmt die Torhüterin raus, bringt einen 6. Feldspieler durch die Unterzahl. Ein probates Mittel sicherlich, aber ich denke zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich notwendig. Das Thema hat sich schon wieder erledigt. Antje Lenz wieder im Tor. Das war doch mal richtig geil. Toll eingeleitet von der Torhüterin Bukowski. Auf Franzi Hippler, die mit dem schönen Pass an die Kreismitte zu Steffi Labs, die mit dem Treffer zum 6:3 für die TSG. So, jetzt haben wir hier natürlich die technische Auszeit vom Team-Timeout. Technische Auszeit gibt es natürlich beim Volleyball. Der Trainer von Zelle ist natürlich nicht zufrieden. Appelliert nochmal an seine Mädels. Wir haben jetzt hier 6 Tore in Folge von der TSG gesehen. Und somit auch die Unzufriedenheit verständlicherweise beim Trainer von Zelle. Bei der TSG ging es unheimlich ruhig ab, soweit konnte ich das beobachten. Und ich denke auch, dass mit dem neuen Trainer, dem Thilo Labs, eine etwas ruhigere Person da ist und auch eine einzelne Person, die Entscheidung trifft. Und momentan ist sein Einsatz und der seiner Mädels vom Erfolg gekrönt. 6:3 Führung und es geht weiter. C
Zelle wieder komplett. Und ein weiteres Mal Andrzej Bukowski mit der Parade. Fehler dadurch, dass Caroline Wolter, Christine Wolter gestolpert, aber die TSG hat heute ein Tor. Andrzej Bukowski und mit einem schnellen Pass einleiten konnte wir zu Hippler und Hippler auf Eva Maria Kollecker. Sie erhöht zum 7:3. Kann es gut und gerne weitergehen. Unheimlich stark gemacht. Langes Aufkreuzen im Aufbaubereich. Dann der Pass von Nastasia Antonovic auf Desiree Komans, die erzielt das 4:7. Franzi Hippler startet durch, kommt über die Zentrale, über die Mitte, Aufbauposition, geht hoch, zieht ab und trifft zum 8:4. Steffi Lars sich rauslocken lassen, kam nicht schnell genug zurück. Dann kam der Pass von René Verschuren auf Jessica Geier, die erzielt das Tor zum 5:8. Steffi Lars hat am Kreis einen sehr schweren Stand. Leider übertreten von Franka Kühne. Da hat Christine Wolter noch die Hand an den Ball gekriegt und Antje Bukowski erledigt den Rest. Czermacek auf Lars. Unglaublich, wie sich die kleine Steffi Lars durchsetzen kann. Treffer Nummer 9 für die TSG, dem entgegenstehen 5 für Celle. Wechsel bei Celle, jetzt im Spiel Nummer 32, Katrin Schulz.
Ackerkühne mit zu wenig Herz gegen Katrin Schulz. Die kann sich durchsetzen und erzielt den Treffer Nummer 6 für Celle. Check auf Lars. Lars scheitert, aber im Nachsetzen Christine Wolter mit dem Treffer Nummer 10. Abwehr durch den Kreis. Mit der Entscheidung René Verschuren gegen Antje Bukowski. Antje Bukowski grünt ihre bisherige Leistung, entschärft den 7-Meter-Wurf von René Verschuren. Gelbe Karte für Stoßen für Katrin Schulz. Von Franka Kühne geblockt. Zum Glück mit Einwurf für die TSG. Passives Spiel angezeigt. Jetzt muss es schnell gehen. German Check nach außen. Franka Kühne scheitert an Antje Lenz. Den Abpraller können die TSG-Frauen behaupten und sind erneut im Angriff. Das Zeitspiel ist jetzt aufgehoben. Das heißt, wir haben genügend Zeit. Antje Lenz glänzt ein weiteres Mal gegen Wolter. Siebler auf Steffi Lars, die jetzt zum zweiten Mal in Folge an Antje Lenz scheitert. Kann man nur sagen, schade, toll rausgearbeitet, aber noch nicht ganz von Erfolg gekrönt. Einzelleistung von Desiree Komans, die aus ihrer Position sich löst vom Kreis, ein wenig oberhalb der 6-0-Abwehr der TSG lang marschieren kann und im richtigen Moment die Lücke erkannt hat und zum Abschluss kommt 7-10.
Glück für die TSG. Franzi Hippler und Franka Kühne haben jetzt die Seiten getauscht. Und Team Timeout für die TSG. Ich denke mal, Thilo Lavs erkennt auch, dass seine Mädels sich momentan im Positionsangriff etwas schwerer tun gegen diese offensive 5-1-Deckung. Kurze Absprache. Timeout beendet. Und bei der TSG haben wir jetzt auf dem Feld Susi Möller in der Spielmacherposition und Marin Tegler auf der Linksaußenposition. Passives Spiel gleich wieder angezeigt. Diesmal ist es nicht gut gegangen. Zelle im Angriff. Erneut der 7 Meter. Rausgearbeitet von Desiree Kohmanns. Desiree Kohmanns tritt selber an gegen Antje Bukowski. Ah, schade, da hat Antje Bukowski die Ecke geahnt, aber zu scharf und zu platziert der Wurf. Anschlusstreffer zum 10:8. Hibler. Aber der Pass geht ins Nichts. Antje Bukowski sichert sich die Kugel, leitet mit einem Kurzpass den neuen Angriff für die TSG ein. Schermer checkt mit dem Fehlpass. Erneut Antje Bukowski. Hält die TSG auf Kurs mit ihrer 7. Parade. Zurück erkämpft den Ball durch Susi Möller.
Kupfmiller, Czermacek scheitert an Antje Lenz. Anna-Katharina Luis nur übers Tor. Na, vielleicht hat der Trainer der TSG jetzt gerade eine kurze Ansage an Czermacek gemacht, die man momentan ein bisschen zu passiv wirkt. Sicherlich geschuldet durch die kurze Deckung. Aber ein kurzes Aufposten von Möller und das Abkreuzen von Hippler, somit Christine Wolter erfolgreich. Und im Gegenzug Katrin Schulz mit dem Treffer Nummer 9. Knappe 2 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit. 2 wollte ich gerade sagen, nein, 3 Tore Führung. Tolles Einzelleistung durch Marie Tegler. Bezwingt Antje Lenz im Tor. 12:9 Führung. Nein, das ist doch unnötig. Meiner Meinung nach alles korrekt abgelaufen. Eine Hand auf den Körper, die andere auf den Wurfarm. Trotzdem 2 Minuten Strafe gegen die TSG. Das nutzt Desiree Kohmanns am Kreis aus und Verkürzung 12:10. Zelle kommt jetzt noch offensiver raus. Über ein 3-3 wird gedeckt. Noch 45 Sekunden in der ersten Halbzeit. Und mit viel Zufall. Czermacek schon fast verloren geglaubt dabei. Das startet Susi Müller durch. Und ist erfolgreich mit einem tollen Heber. Und der Wurfversuch geht vorbei am Tor. Und wir haben nochmal die Möglichkeit, 15 Sekunden Zeit, um eventuell auf 4 Tore zu erhöhen. Jetzt sind es noch 3. Wahnsinn, es hat gereicht, es hat geklappt. Erneut Susi Möller erfolgreich für die TSG, 14:10 Führung. Es scheint vielleicht ein Wunder zu geben hier in Wismar. Es ist angerichtet, zweite Halbzeit, TSG Wismar gegen SV Celle. Wismar zur Halbzeit mit der Führung 14:10. Es scheint möglich zu sein, ein kleines Wunder zu schaffen und den Tabellenersten hier eine Niederlage zuzufügen. Dazu bedarf es natürlich 30 Minuten vollste Konzentration. TSG noch in Unterzahl.
Jetzt ist die TSG wieder komplett. Franka Kühne erzielt den ersten Treffer der zweiten 30 Minuten. 15:10 Führung für die TSG. Kein Wurfglück bei Desiree Kommands. Abwurf durch Bukowski und Spielaufbau durch die rot gekleideten TSG. Leider übertreten. Das wäre der 16. Treffer gewesen. Aber Glück für die TSG. Auch dort auf der Gegenseite ein technischer Fehler. Schritte. Somit die TSG wieder im Angriff. Und das Publikum in Wismar geht mit, unterstützt ihre Mädels. Sehr grobes Einsteigen. Kann man gut und gerne auch mit einer 2-Minuten-Strafe belegen. Hier jetzt gerade Glück für Nastasia Antonowitsch. Rubela Czermacek mit dem Fehlpass. Wirkt in den letzten knapp 30 Minuten viel zu passiv, geschuldet durch die Manndeckung, aber wenn sie die Chance bekommt, ist es momentan nur bei ihr das gute Auge, was sie versucht zu unterstreichen. Und das gute Auge hat auch Antje Bukowski, die den nächsten Ball entschärft. Das Ganze jetzt weiterzuführen. Rubela Czermacek muss natürlich auch wieder gefährlich werden, um mit ihren einfachen Toren der TSG weiterzuhelfen. Und jetzt eine 2-Minuten-Strafe. Anastasia Natascha Ahrens und Zelle für 2 Minuten in Unterzahl. Ganz stark, jetzt glänzt sie wieder als Vorbereiterin, Ludmila Czermacek auf Steffi Lars, die sich wunderbar und schnell abdrehen kann. Und das Wurfglück ist zu ihr zurückgekehrt. Führung 16:10. Block von Czermacek gegen Anna-Katharina Luis. Der Herz ist zugreifend von Franka Kühne. Und jetzt auch passives Spiel angezeigt.
aber schnell genutzt vom Pass von Luis auf Komans. Treffer Nummer 11 für Celle. Zelle wieder komplett. Natascha Ahrens wieder im Spiel. Mit und gleich wieder mit der kurzen Deckung auf Czermacek. Czermacek zum Torwurf geblockt. Und Antje Lenz tut das Übrige, Abwurf für Celle. Ja, das geht nicht. Was für ein Ding! Unter Latte und rein! Franz Ziebler, 17. Treffer für die TSG. Aber im Gegenzug Nastasia Antonovic auf Desiree Komans, die mit ihrem 7. Treffer in diesem Spiel, dem 12. für Celle. Ziebler, kein Glück. Scheitert an Antje Lenz. Müller. Schade, Lenz pariert. Klasse. Zum Glück mit Einwurf für die TSG. Scheitert erneut an Lenz. Und mit viel Druck im Arm. Katrin Schulz erfolgreich. 13-17. Franka Kühne kehrt zurück auf die Platte. Thank you.
passive Spieler angezeigt. Jetzt muss was kommen. Oh, an die Latte. Der Wurf von Marin Tegler. Schade. Es bleibt bei der 17:13 Führung. Und 7 Meter Entscheidung. Erzwungen durch Nastasia Antonovic. 7 Meter Entscheidung. Franka Kühne steht auch wieder. Und es tritt an Desiree Gomans gegen Ante Borkowski. Unhaltbar für Antje Bukowski. Der 7 Meter von Desiree Kumans. 14:17 aus der Sicht von Zelle. Anna-Katharina Luis ein paar aufs Auge bekommen, leicht gerötet, aber auch für sie geht es weiter. Auch sie möchte sich gegen die Niederlage stemmen. Ball verloren durch Franka Kühne. Aber da haben wir noch jemanden im Tor stehen. Antje Bukowski mit ihrer mittlerweile 10. Parade in diesem Spiel. Und Steffi Lapp kämpft sich durch, zieht die 2 Minuten für Katrin Schulz und 7 Meter Entscheidung. Scheinbar. Na, nein, ich korrigiere. Es scheint mit 9 Meter weiter zu gehen. Ja, mit 9 Meter geht es weiter. Also jetzt wird die Möglichkeit, in Überzahl 6 gegen 5 den Vorsprung wieder auf 4 Tore auszubauen. Kühne scheitert an Antje Lenz, die leitet mit einem tollen Konterpass auf Nastia Antonovic den nächsten Treffer ein. 15:17. Wieder das dritte, vierte Mal heute sehen. Czermacek auf Lars. Lars mit dem guten Auge und dem Treffer von der Kreisposition. Wieder 3 Tore Führung, 18:15. Das haben wir in der ersten Halbzeit auch schon mal gesehen. Torhüter raus, 6er Feldspieler rein. Geschuldet durch die Unterzahl. Was eine Wucht, Anna-Katharina Luis da ankommt, kaum zu stoppen,
Anschlusstreffer 16 zu 18. Ja, leider übertreten. Möglichkeit war da für Judith Reves. Franka Kühne spitzelt den Ball heraus. Die nachrückende Steffi Lars tunnelt Antje Lenz und erhöht auf 19 zu 16 für die TSG. Steffi Lars mittlerweile mit ihrem 5. Treffer in diesem Spiel. Ja, Vorteil nicht abgewartet, angezeigt von den Schiedsrichter. Schrittfehler, daher nur 9 Meter. Und Verunsicherung. Und nächste 7 Meter Entscheidung. Wieder Abwehr durch den Kreis. Da hat sich Desiree Komas wieder gut durchgesetzt, drängt ihre Gegenspielerin in den Kreis und somit Desiree Komas gegen Antje Bukowski. Und erneut Desiree Komas erfolgreich. Anschlusstreffer 17 zu 19. Glück für Czermacek, dass Judith Reves aufgepasst hat. Neue Möglichkeit, Spielaufbau für die TSG. Dass Eva Maria Kollecker eben nicht die Hände an den Ball genommen hat. Durch den Kreis getreten. Schnell eingeleiteter Konter. Der Wurfversuch durch die Susanne Büttner. Aber wer steht im Tor der TSG heute? Antje Bukowski mit einer klasse Parade. Hält ihre Mädels weiter auf Kurs. Führung immer noch 19 zu 17. Judith Reves kann den Ball nicht kontrollieren. Und somit Nastasia Antonovic im Konter erfolgreich. Nur noch ein Torvorsprung für die TSG. 19 zu 18. Franka Kühne mit Doppelpass, Steffi Lars. Steffi Lars kann 2 Leute am Kreis binden, somit ist der Platz da zum Durchstoß für Franka Kühne. Und wieder 2 Tore Führung, 20 zu 18. Einzelleistung durch Wenke, Meo Martino,
Treffer Nummer 19 für Celle. Ivo Labs nimmt sich kurz die Möglichkeit mit Ludmila Czemacek kurz ein, zwei taktische Ansagen zu machen. Aber da passiert es. Passfehler durch Franka Kühne. Und jetzt die Möglichkeit seit langer, langer Zeit zum Ausgleich. Und er gelingt. Katrin Schulz auf Desiree Komans. 20 zu 20. Desiree Komans mit ihrem 10. Treffer in diesem Spiel. Und jetzt kommt Antje Bukowski, ihre kleine Pause. Und wir wünschen Justine Steiner viel Glück beim Abwehren der Bälle. Team Timeout. Tilo Labs, nur verständlich, 4 Tore Führung sind weg. Jetzt heißt es, Mädels nochmal neu einstellen, nochmal neu motivieren. Hier ist alles möglich. Weiter geht's. Team Timeout beendet. Jetzt, wo noch knapp 10,5 Minuten zu spielen sind. 20:20 der Zwischenstand. Das Wunder ist möglich von Wismar. Celle scheint nicht unschlagbar heute zu sein. Und die TSG ruft heute eine bärenstarke Leistung ab. Bleibt kurz stehen, jetzt läuft sie weiter. Korrektur am Zeitnehmertisch. Franka Kühne auf Steffi Labs. Lars, Entschuldigung, jetzt mache ich sie schon zur Tochter vom Trainer. Das ist sie natürlich nicht. Trotzdem der Treffer. 21 zu 20 die Führung für die TSG. Der Pfostentreffer. Ah, da hat sich Justin Steiner zu weit rausgewagt und wird bestraft für ihr aufopferungsvolles Einsetzen. Treffer. Durch Anna Maria Lö, Anna Katharina Lois, 21 zu 21. Christine Wolter scheitert an Antje Lenz. Zum Glück mit Einwurf für die TSG. Und im nächsten Versuch wieder in Führung zu gehen. Kurze Verwirrung auf beiden Seiten.
mit viel Einsatz. Auf Susanne Büttner, sie passt weiter. Auf Nastasia Antonovic. 22 zu 21, die erste Führung seit dem 3 zu 0 für Celle. Jetzt heißt es für die TSG Damen nochmal alle Kräfte mobilisieren, alle Möglichkeiten nutzen. Und sie wird genutzt. Franka Kühne kann die gut gestellte Sperre von Steffi Lahm annehmen, spielt dann den Pass und die zierliche Steffi Lahm kann sich durchsetzen und erzielt den 22. Treffer für die TSG. Jetzt ging es unheimlich schnell. Franka Kühne spitzelte den Ball in der Abwehr heraus, beim eigenen Versuch des Torwurfs behindert, deswegen 9 Meter Spielaufbau für die TSG. Missverständnis zwischen Kühne und Lars. Sechs Minuten vor Schluss. 22-22. Ein spannendes, ein packendes Duell hier zwischen dem Tabellen-8. Und dem Tabellen-1. Sieben Meter Entscheidung für Celle. Und erneut tritt an Desiree Komanns, jetzt gegen Justin Steiner. Justin Steiner kriegt die Fußspitze an den Ball, lenkt den Aufsetzer über die Latte. Tolle Parade. Hier nochmal der positionelle Wechsel. Kühne und Hippler tauschen mir die Positionen. Noch nicht von Erfolg gekrönt. Und da kommt sie wieder. Anna Katharina Lois setzt sich durch. 23 zu 22 für Celle. Somit jetzt die Möglichkeit. Zum Glück vereitelt durch Justin Steiner. Auf dieser Seite gibt es 9 Meter. Die Möglichkeit besteht weiter für Celle auf 2 Tore Führung zu erhöhen. Sehr gut erarbeitet, Eva Maria Kollecker, Tor, 23-23. Noch knapp 3 Minuten 15 Sekunden zu spielen, Ausgleich. Und dieses enge Duell
geht weiter. Heiße Schlussphase hier. Steffi Labs jetzt auf René Verschuren mit der Manndeckung. Und der Trainer von Celle reagiert, bringt eine siebte Feldspielerin. Die kann sich positionell gut einordnen, sodass Wenke Meo Martino erfolgreich ist für Celle. 24 zu 23. Und im Gegenzug die Lücke erahnt. Gut eingepasst durch Kühne auf Pippler, die mit dem Treffer Nummer 24 unentschieden 2,5 Minuten vor Ende dieser Partie. Schon am Ball, aber er geht trotzdem in die Maschen. 25 zu 24 Führung, 7 Meter Entscheidung, Abwehr durch den Kreis. Da hat sich Franka Kühne durchgearbeitet, durchgesetzt, durchgekämpft und wird dafür belohnt. Czermacek am Punkt gegen Antje Lenz. Czermacek trifft, wieder der Ausgleich, 25 zu 25. Anderthalb Minuten vor Schluss, die Zeller Fans neben mir stehen und feuern ihre Truppe an. Zelle wieder komplett, holt er wieder rein, markiert der Feldspieler wieder raus, eine Minute noch zu spielen, kommt jetzt die Cleverness von Zelle, nein, jetzt kommt Justin Steiner und reißt das Ding raus, die TSG hat die Möglichkeit, gute 40 Sekunden vor Schluss, das Spiel zu kippen und das Ding nach Hause zu fahren. Das Publikum steht hier in Wismar und hoffen auf die letzte entscheidende Situation. Auch ich sehe jetzt kaum noch was, ich muss mich hinstellen. Wir haben noch 20 Sekunden, noch 15 und die TSG ist im Ballbesitz. Neun Meter Entscheidung. Was ist los? Nein, der Treffer zählt nicht. Unverständnis bei den Spielerinnen der TSG. Unverständnis bei den Zuschauern. Niedergeschlagene Spielerin bei der TSG, die ein starkes Spiel hier gezeigt haben. Dem Spitzenreiter ein Unentschieden abgetrotzt. Und trotzdem ein Punkt zu wenig in der Abrechnung. Es geht in die Relegation. Schade, schade. War ein tolles Spiel. Tolle 60 Minuten. 25 zu 25. M-Stand.
zweiten Runde Sieger Nord, Staffel Nord, so muss es richtig heißen. Und ich sehe es ihren Gesichtern an. Sie scheint erfreulich für alle Parteien gelaufen zu sein. Insofern sage ich schönen Dank, dass Sie zur späten Stunde noch für uns Zeit gehabt haben. Zuschauer waren entsprechend dürftig. Wir haben 580 Zuschauer heute nur. Zeigt nochmal, wie wichtig es ist, dass wir in Wismar um 16 Uhr anfangen. Also insofern hatte ich das nicht, dass wir euch ärgern wollten. Wir wollten euch auch die Referenz geben und ich denke mir, ich will es auch mit der Vorrede brennen lassen und dir das Wort zu geben. Bevor ich uns sage, herzlichen Glückwunsch, eurem Nordmeister. Wir hätten uns auch gewünscht, dass ihr hier geehrt werdet. So haben wir es früher mal gehalten, als wir sich da noch mal vorher waren. Und wir wünschen euch, ich glaube, Wetzlingen ist dann erst entgegen mir. Alles Gute, liebe. Ja, schönen Dank für deine Worte. Ich denke, wir haben heute ein kampfbetontes, spannendes Spiel nachher auch zum Schluss gesehen. Und ich glaube, unterm Strich ist das Ergebnis in Ordnung. Ihr habt Anfang der 2. mit 6 Toren geführt. Meine Mannschaft hat sich daraufhin zurückgekämpft und die letzten 10 Minuten waren dann pari-pari. Und wir haben in der ersten Halbzeit Probleme mit unserer Chancenverwertung gehabt. Ich glaube, in einer Viertelstunde haben wir 3 Tore geworfen. Und das war natürlich für uns schwierig, dann ins Spiel zu kommen. Und wir haben das dann Stück für Stück geschafft und sind dann auch kurz vor der Halbzeit auf 12-10 gekommen, haben dann Überzahl und kassieren dann 2 Tore und gehen dann mit 4 Tore Rückstand in die Pause. Das war natürlich nochmal so ein kleiner Nackenschlag, aber gut, unterm Strich muss man sagen, ihr habt toll gekämpft, gut gespielt und ja, ich hoffe, dass ihr die Relegation schafft und dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Dankeschön. Ganz herzlich danke. In jüngster Vergangenheit ist uns das immer gesagt von Wahlenspielen, die wir leider auch nicht so erfolgreich gespielt haben. Ich sage jetzt mal, der Mannschaft herzlichen Glückwunsch, habt ihr toll gemacht. Aber ich sage vorher noch Herzlichen Tilo, schönen Dank, dass du so kurzfristig uns Ja gesagt hast. Ja, habe ich gerne gemacht. Also, ich hoffe, dass wir uns nicht nächstes Jahr wiedersehen, dass ihr den Aufstieg in die erste Liga macht. Und wir in die zweite Liga spielen. Dafür toi 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 und auch meinen Glückwunsch hatte ich dir schon übermittelt zur Meisterschaft. Nein, also ich habe meiner Mannschaft auch gratuliert zu dem Spiel. Ich hätte ihnen natürlich gerne zum Sieg gratuliert. Aber das war nicht wichtig heute. Wir wollten uns nach den letzten Spielen steigern. Wir wollten einfach Dinge, die wir im Training umsetzen, heute zeigen, um uns ein bisschen ja, Motivation für die Relegation, ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Das war Hauptziel. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wichtig war, dass wir einfach über den Kampf in das Spiel finden und uns dann auch ein paar Situationen erarbeiten. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Die Halbzeitenführung wollen wir auch nicht überbewerten, also es waren schon zum Ende 2 glückliche Tore. Also wir haben gesehen, dass wir jeweils zum Ende der Halbzeit immer ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Also wenn der Körper halt ein bisschen nachlässt, lässt der Kopf auch nach und dann haben wir nicht immer unsere Linie behalten, die wir eigentlich uns vorgenommen haben. Aber das sind genau die Punkte, die wir jetzt in den nächsten 3-4 Wochen uns erarbeiten wollen. Sag mal so, vielleicht ist es ganz gut, dass wir nicht gewonnen haben. Sonst hätten wir jetzt angefangen zu zetern und zu bockmosern, was Hans-Leder macht und Blindfort spielt, so eine Entscheidungsfindung. Ich denke, wir haben den Meisterpunkt abgenommen. Das ist einfach die Tatsache und wir haben uns vorher versäumt, uns besser zu präsentieren. Und von daher, alles sollte so sein. Die Zukunft soll auch so sein. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Dann jetzt. Das war ja heute für dich das erste Heimspiel als Trainer in Wismar. Wie hast du das so persönlich aufgenommen? Aufgeregt gewesen vom Spiel oder ganz cool reingegangen? Nein, also aufgeregt war ich nicht. Ich bin da schon, ob das nur cool ist, also ist normal. Man hat seine Spannung als Trainer auch vor so einem Spiel, aber jetzt mal, der Druck fand ich größer bei der Halle. Also, und ich hatte da ein bisschen Probleme, durch die kleine Halle, Lautstärke, überhaupt die Mannschaft zu erreichen. Aber darüber haben wir gesprochen. Also ich habe relativ viel Rückkopplung von der Mannschaft bekommen, Blickkontakt, sodass man auch mal an Kleinigkeiten und mal an kleineren Stellschrauben arbeiten konnte. Und das hat sich die Woche schon so gezeigt. Wir haben sehr gut trainiert und ich war eigentlich super entspannt. Du hast schon einen kleinen Ausblick gegeben, wie das jetzt in den nächsten 3-4 Wochen weitergeht. Lässt sich jetzt erstmal nochmal intensiv Kraft tanken und dann spielerisch? Oder was nimmst du jetzt mit
Also wie gehst du jetzt die Relegation an? Also parallel. So viel Zeit haben wir auch nicht, um jetzt eine richtige athletische Vorbereitung zu machen. Wir werden natürlich, ich sage jetzt mal, athletisch gepaart mit Bewegungsabläufen, mit dynamischen Aktionen, Kreuzbewegung, parallelische solche Geschichten, natürlich athletisch unterlegt. Aber wir haben auch, wie gesagt, 3 Wochen ist natürlich noch nicht so lang und wir müssen uns gut werden, wenn das mal feststeht, welcher Gegner wir ist, dass wir uns entsprechend darauf vorbereiten können. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen hier irgendwann mal zu Porte kommt, dass wir wissen, spielen wir 2 Spiele oder mehr. Also das sind schon entscheidende Fragen, die wir dort abarbeiten wollen. Um der Sache eigentlich klar sich zu geben, das wird sich erst Anfang Mai, also sprich Ende April, tatsächlich entscheiden. Segment oder Durchführungsbestimmung, und da müssen wir heute nicht mehr drüber philosophieren, das ist leider so ungeordnet. Der Vollständigkeit halber, Hauptmann von OZ, Herr Günther von der Schweriner Volkszeitung und von der finnischen Zeitung ist es? Herr Mayer. Okay, Herr Mayer. Okay, nur zur Aufklärung. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits? Herr Kalle, ich frage trotzdem nach. Wir wollen Sie mit Ihrem Aufschwenden, aber nur Versprecher, dass Sie nicht wissen, was Sie da sehen wollen. Naja, Fakt ist ja, dass wir die 2. Liga haben. Das ist richtig. Mehr haben wir ja noch nicht. Da haben wir noch 2 Spiele, wenn es gut läuft, 4 Spiele. Und dann, wie das zwar gesagt, dass der Nordmeister bis jetzt immer aufgestiegen ist, dann müssen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Also wenn wir sportlich schaffen, dann machen wir das auch. Das ist nicht die Frage. Dann hoffen wir, dass die Zeller Wirtschaft sich ein bisschen kooperativer zeigt als letztes Jahr. Und dann, weil da haben wir auch gar keine so schlechte Rolle gespielt, aber es fehlte so halt ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Gibt es weitere Fragen, Nachfragen, Anfragen? Nein, ich bin schon in Gesprächen. Es ist im Moment nicht so einfach. Ich habe mir schon 2 Eulen geholt, weil die Mannschaften natürlich auch in der Saison sind. Die Saison hat im Regionalliga zum Beispiel am 7. Mai ist zu Ende. Es wird schwer, dort noch einen Testspielgegner zu bekommen, weil dann hat man einfach keiner mehr Bock auf Handball. Und was man auch verstehen kann, wir sitzen halt nach, aber ich denke, dass wir das irgendwie mit unseren regionalen Vereinen hier hinkriegen, dass ich da nochmal ein Testspiel machen kann. Ist unheimlich wichtig, weil Sie sehen es ja auch, der Kader ist klein und wir können schwer gegen uns selbst spielen, weil wir nicht genügend Spieler haben dafür auch. Da gibt es vielleicht Trafen oder Ansprechpartner, die jetzt auch Luft haben und vielleicht auch nochmal Zeit und Spaß haben, mit uns die sportlichen Dinge anzugehen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Sage ich nochmal allen herzlichen Dank, dem Rheinfelder Krug, weil er uns die ganze Saison hervorragend begleitet hat, als Sponsor. Allen Stiftern, unseren Präsidenten und sein Team, die uns auch hervorragend begleitet haben. Schönen Dank. Und in der Nordstaffel, sage ich mal, die finden wir so nicht wieder. Ich hoffe, dass wir trotzdem diese 2. Bundesliga irgendwo wieder auch in der nächsten Saison kriegen. Insofern, schönen Dank, schönes Wochenende, bis zum Relegationsspiel, was dann irgendwann Ende Mai hier zusammen sein wird. Oder darüber hinaus sein wird. Vielen Dank.